irgendeinen. Genau. Also so, geht los. 3, 2, 1, go. Italien. Es wird Italien. Sehr schöne Strecke. Ja, wie gesagt, das wäre die Strecke gewesen, die ich nicht gerne gefahren wäre. So, also Stream ist wieder, Gaming-Stream ist wieder da. Müsste funktionieren. Also ich hoffe, ihr habt alle die Grafik gesehen. Wenn ihr es gesehen habt, könnt ihr mal kurz Ja schreien in Chat. Gleich startet das Qualifying für den Grand Prix von Italien hier auf dem Autodromo di Monza. Die Teams werden jeden Augenblick auf die Strecke fahren. Ach, guck mal, was Italien sagt. Auf jeden Fall trocken schon mal. Hier ist es oft trocken, also habe ich selten Regen erlebt. Ich denke, dass es hier auch eng wird, weil ohne Setup auf der schnellen Strecke. So, beide im Quali, beide eng beieinander. Ja. Entschuldigung. Momentan Halo die Spitze vorne vor Geralt. Hat er die Kurve besser gekriegt? Ja. Entschuldigung. So, und jetzt können wir eigentlich noch die nächste Schikane hoffen, ob da nochmal eine Änderung ist, auf den Geraden so an sich. Du kannst in den zwei schnellen Rechtskurven kannst du Fehler machen, wenn du zu weit rauskommst. Oh. Aber da trifft Geralt. Da war aber gut durchgekommen, hat aber dann ein bisschen abbremsen müssen, es wäre ins Kies gekommen. Sind halt verloren. Wenn die Geralt aber kommen, immer noch, kommst du auch ins Schleudern, also muss man auch aufpassen, aber ja, das haben sie beide gut gemacht. Geralt sehr aggressiv auf jeden Fall. Oh, Fiege in den Dreck rein. Halo macht das hier schön geschmeidig. Mein Geist ist aber schneller. Nein, nicht ganz, gleich schnell. So, und Geralt ein bisschen Quersteher gehabt, ein bisschen wieder Zeit liegen gelassen. Jetzt kommt's, letzte Rechtskurve. Einmal Windschatten. Aber ist echt weg, ne? Gibt's nicht. Der die Parabolika muss er jetzt schön treffen. Na, macht er. Der Halo ist echt schnell hier. Dem liegt die Strecke. Könnte man denken. Weiß man nicht. Ja, hat er. Das hat er's. Ja. 1:23.8. Ja. Eine halbe Sekunde zurück, nehme ich mal an, wird Geralt sein. Ja, war ich gut. Hast du gut gemacht, ja. Hab ich gut abgelesen. Yeah. Ja. Mal schauen, ob es so spannend bleibt, das Rennen, oder ob eventuell einer wegzieht. Mal schauen. Und natürlich, wie es Wetter ist. Na, es bleibt trocken. Hier regnet nicht. Hier regnet nicht, hier ja, bleibt trocken. So viel zum Thema, ne? Orakelei. Ist aber auch kein leichter Regen, ne? Ne, das ist richtig. Full Wet. Das wird lustig. Das ist auf jeden Fall dasselbe Wetter, was ich gegen Turbus im allerersten Rennen hatte. Da waren es auch die Full Wets gewesen. Und es geht los. Und es geht direkt los. Oh, Geralt, guten Start gehabt, gleiche Höhe. Bede guten Start, gleiche Höhe, richtig. Ja. Bahn ganz sauber. Ganz sauber. Ganz toll. Ja, ganz fair, konnte aber auch nichts machen. Nee. Und mein Spiel ist abgeschmiert, oder? Weiß ich nicht. Wollen wir das wissen? Ja, trotzdem sehr, sehr spannend hier. Halo ja, ganz, ganz eng. Oh nein. Was war da denn los? Der Flügel ist noch ganz, wie man sieht, bei Halo. Geralt hat aufgegeben. Geralt hat aufgegeben? Ja. Ja, okay. Woran lag das jetzt? Lag es jetzt an mir, weil ich rausgeflogen bin? Nee, bald ins Kies reingefahren. Bald ins Kies reingefahren. Naja, weiß ich nicht. Nee, der hat nie die Session verlassen, sondern hat aufgegeben, glaube ich.
gucken. Bin mir gar nicht sicher jetzt. Also ich kann nicht auf ihn zurück, also ich kann nicht auf ihn zugreifen. Er fährt auf gar keinen Fall mehr. Okay, na, dann werden wir gleich mal sehen, was er halt sagt. Dann müssen wir halt zur Not neu starten, wenn er irgendwie durch deinen Spielabsturz jetzt rausgeflogen ist. Was ja sein kann. Richtig, ja. Richtig. Da ist Disconnect. Disconnect. Okay, alles klar, müssen wir mal also Disconnect, wir würden mal neu starten. Na klar. Ja, Disconnect oder kommt. Okay. Ja, kein Thema, Neustart, wir laden neu ein. Kleinen Moment bitte. Richtig. Ja, Gerard hat definitiv Disconnect gehabt. Okay, also dann lag's an dir, wo du rausgeflogen bist aus dem Spiel. Ja, werde ich den Multiplayer jetzt verlassen. Ich hatte leider Standbild gehabt nach der ersten Schikane und da war es bei mir vorbei gewesen. Also nochmal mit Blitzquali oder einfach nur Rennen in Regen? Nee, Rennen im Regen ist ja so gewesen jetzt, ne? Ja. Rennen im Regen und Startaufstellung. Aber eventuell das Strecke bleibt. Die Startaufstellung nicht mehr. Das ja, tangiert nie. Ich glaube, das tangiert nie. Ne, doch, bei uns. Bitte wir Italien sind ja mit dabei. Ja, Italien bei Regen gibt's wieder. Ich bin da schon dabei, Jungs. Das Problem ist einfach nur, Juvenal, wenn wir mitfahren, sind wir vielleicht vor denen. Weil wir ja trotzdem in der Startaufstellung mit dabei stehen, weißt du? Ach so, ja. Dann müssen sie das Qualifying nochmal fahren. Aus. Ja. Ist so, leider. Das komplette Rennen, also so wie es halt mit Qualifying ist. Ja. Ja, schade. Sah eigentlich sehr vielversprechend aus. Dann müssen sie das natürliche Qualifying auch im Regen fahren, ne? Würde ich... Ich weiß nicht. Geht nicht anders. Das Qualifying war ja trocken. Eben. Aber wir kriegen es nicht so hin, dass es Quali geworden ist. Nee. Dann mach halt dynamisch und dann schauen wir, was kommt. Fertig. Genau, fertig. Was sonst machen. Ja. Ich wollte nur mal einladen zur Lobby. Ich bin rausgegangen aus der Lobby. Ah, Juvenal, du hast einen Schaden nur reduziert. Bin. Der ist schon die ganze Zeit reduziert. Das bleibt reduziert. Ah, okay. Und da geht's dann auch schon gleich wieder los. Ja, Jungs. Genau. Also. Davor gab's gar nicht. Müssen wir leider aus den Geschichtsbüchern rausschreiben. Ja. Ja. So ist das. Wir immer noch live beim Rock. Und wir sind im letzten Halbfinale, Freunde der Sonne. Dann wird's interessant. Viertelfinale. Nee, Viertelfinale, richtig, Entschuldigung. Viertelfinale. Aber ich glaube, es ist auch für die Fans besser, wenn das jetzt hier nie regnet. Meine Meinung. So, beide gleich auf. Gerald sehr weit. Oh, und doppelt ja. Und oh Gott. Damit ist das Qualifying auch gegessen. Ja, ich glaube, ja. Das da ist vorbei.
Aber schön anzuschauen, wie er fährt halt. Können wir noch ein bisschen gucken. Er wirkt für mich, also fährt er mit Lenkrad? Nee, hä? Sieht eher aus wie Pat. Wer? Harry. Nee, Geralt, meine ich. Das kann sein, ja. So ruckig bei ihm. Oh, klar, kommt er wieder aufs Kies. Quatsch, auf die Wiese. Das muss nichts heißen mit dem ruckig, weil ich habe zum Beispiel auch ein Lenkrad, aber habe die Intensivität so stark eingestellt, dass bei mir der kleinste Lenkeinschlag vom Lenkrad im Spiel extrem aussieht. Jetzt mal für euch Fans, ich habe ja bei mir den Mod drauf, den Grafikmod. Der ist jetzt an, jetzt mache ich ihn mal aus. Zack. Und jetzt mache ich wieder an. Also mit Mod besser. Besser, viel besser. Also für diejenigen, die den Mod haben wollen, bitte an uns wenden. F1 Online Liga, könnte sich jeder bewerben, würden uns freuen über jede Bewerbung. Und aber, wie wir sehen, kein Halo 2 Sekunden schneller. Aber das lag an dieser ersten Schikane. Ja. Zumindest hat sich erstmal in der Startaufstellung nichts geändert. Ja. Zum Vorrennen. Gut so. Somit, und wenn es jetzt noch, wenn es jetzt noch regnen würde, wäre toll. 3, 2, 1 und. Nein, Sonnenschein! Strahlen. Ja. Dann viel Glück den beiden auf jeden Fall. Wird spannend. Geralt wieder mit einem sehr guten Start. Beide gleich, aber gleich auf. Also ja. Déjà-vu. Es fängt auf jeden Fall wieder so an, wie es aufgehört hat. Und diesmal kommen sie beide wieder sehr sauber durch. Ja. Geralt in die Nase vorne. Halo mit besseren Schwung, oder? Bisschen auf die Wiese gekommen ist Geralt. Aber jetzt haben wir noch unser Rennen, was wir wollten, Leute. So, Anfahrt zur zweiten Schikane. Ja, aber Halo wirkt hier irgendwie schneller. Geralt ein bisschen sehr abgehackt, glaube ich, rausgekommen. Ist vielleicht die Nervosität, eventuell. Wieder zu weit raus und jetzt kommen wir aber innen. Halo muss da aus. Ja. Jetzt fast geknallt. Das macht er super. Ist immer noch dran. Immer noch. Das wird er nie versuchen. Das versucht er nie wirklich, oder? Was, was macht denn der? Was macht denn der dort? Ah, richtiger Skandal. Ah, Skandal. Der erste Skandal live hier bei uns im Channel. Und geht natürlich. Ah, das ist ja Wahnsinn. Ob das eine Strafe geben wird, also. Wir werden sehen. Eigentlich war er da direkt. Der hat ja direkt angesetzt dort, ne? Ja, weiß nicht, was er gemacht hatte, also... Das hat aber Halo nie gesehen, von daher ist das hier alles noch im Rahmen, aber wir müssen jetzt ja mal gucken, was das jetzt hier wird. Ja, das wird wieder was Interessantes, pass auf, das wird er versuchen, der versucht das, und drückt ein bisschen raus, wird zum Ghost und verbremst sich erneut dort. Ja, aber das kann Halo egal sein, kommt dort eher raus, jawohl, und ist vorn. Ja, Geralt hat dann natürlich jetzt den Windschatten. Aber Geralt wirkt trotzdem ein bisschen hakelig. Und er zieht in wieder rein. Ah, jetzt hat er sich selber verhauen. Hat er fair Platz gelassen, Strafe muss sein. Wieder die Nervosität. Ja, irgendwie wirkt er schon nervös, ne? Ja, Geralt versucht hier alles. Ja. Das definitiv, also das ist ja auch ein Fight, ne? Also ist ja nicht so, ja, wir sind ja nicht auf dem Ponyhof, ne? Von daher. Er muss sich auf jeden Fall beweisen, weil wobei das durch die Wildcard weitergekommen. Ja. Und wieder so ein brutalen Cut. Leute, Leute. Jetzt war's das aber. Jetzt hat er aber ein bisschen quer gestanden beim Rausgehen. Ja, ja. Aber gut, Halo ziemlich unbeeindruckt von allem. Richtig. Was macht er jetzt? Und er ist gegen die Mauer, das war's. Ich glaube, ich spinne! Was war das denn? Ja. Ja. Oh Mann, oh Mann. Da hat er ein Disconnect gehabt, oder? Also das sah ziemlich brutal aus. Also vielleicht Lenkradausfall. Irgend sowas?
Also für mich sah es aus wie ein richtiger Monster-Lag und dann Disconnect, weil er ist vor der Parabolika ist er rausgeflogen. Also Gerald kommt hier gar nicht klar. Also komisch. Jungs, vielleicht wenn ihr Informationen habt, könnt ihr uns die kurz zukommen lassen. Halo ist auch nicht mehr im TS. Halo, ja, Halo wurde unterbrochen. Ich sehe es gerade im Teamspeak. Okay. Monitor Connection okay. Lost. Er hat einen Disconnect. Ja, wer, wie auch, na, wie soll es auch anders sein? Also es wäre schon ziemlich brutal, wenn er da jetzt so rausgeflogen wäre. Also, und noch ohne Leck, ohne Disconnect, also das war schon ziemlich brutal. Ja, dann... Ja, also... Natürlich, jetzt die Frage... Anlauf 3, Anlauf 3. Ja, die Partie muss wieder wiederholt werden. Na klar. Definitiv. Theoretisch ja. Weil der weiß, weil er war ja, es war ja ein spannendes Duell, die waren ja beieinander. Ne? Ja. Wobei ich muss sagen, kann das liegen, dass es die ganze Zeit die Disconnects gibt. Also ich meine, wir hatten jetzt die erste Runde, die zweite, gar nicht, gar kein komplette Runde, ja, keine Disconnects gehabt und jetzt sind sie auf einmal da. Ja, wenn Halo wieder zurückkommt, dann müssen wir das wiederholen. Was war das heute? Würde ich schon sagen, einfach der Fairness halber. Ja, warum? Ja. Nee, wir haben doch nicht... Leute, wegen dem Innenrennen, das sind 10 Minuten. Scheiß da drauf. Stell mal, das sieht Gerald auch so. Hat er gefälligst so zu sehen. Da muss ich ein bisschen husten, es tut mir leid. Ja. Der Elo, hey, wieder zurück, Elo? Nee, der ist noch nicht im TS. Ich guck mal, ob er im Steam online ist. Nee, ist er nie. Nee, zuletzt online vor 2 Minuten. Ja, lass mal kurz mal warten, das wird schon passen. Natürlich. Ja. Die Einstellungen sind immer noch alle okay. Vielleicht kurz, einmal kurz den Zwischenstand durchgeben. Wie sieht's aus, Ilo? Wie sieht's aus? Was möchtest du wissen? Die Standings. Also, wer geht's weiter? Genau, also Halbfinale ist auf jeden Fall Bidi gegen Striker. Wir warten 5 Minuten. Ja klar. User joined your channel. Also left your channel. Also nach dem Rennen jetzt, nach dem Versuch zwischen Gerard und Halo, da entscheidet sich ja, wer gegen Gons antritt im Halbfinale. Also Gons gegen den jeweiligen von jetzt dem Sieger. Und das erste Halbfinale ist Biggy gegen Striker. Okay. Wem rechnest du denn jetzt so die Chancen aus in den jeweiligen Partien? Also jetzt Halo gegen Geralt. Geralt ist da sehr, ich weiß nicht, ob er wirklich nur nervös ist oder ob es dann wirklich schon mehr so die Aggressivität ist. Er geht auf jeden Fall sehr hart in die Kurven rein. Also man weiß nie, spricht er jetzt rein oder sticht er nicht rein. Deswegen da weiß ich absolut gar nicht, wenn ich da vorne sehe. So, jetzt vom Halbfinale B gegen Striker. Das ist Weltmeister gegen Weltmeister, Liga 2, Liga 3. Bidi hatte zu kämpfen mit Bürste. War jetzt nicht extrem zu kämpfen mit Bürste, aber er hatte zu kämpfen. Striker eventuell ein bisschen stärker, aber ich bin gegen Striker selber auch noch nie gefahren, da hätte ich vielleicht mehr Meinung dazu. Also entweder gleich oder Striker ein Stück schneller, würde ich jetzt mal so einschätzen von den letzten Rennen. Und Gons, ja, sagen wir mal, Halo kommt weiter, Gons gegen Halo wird schwierig, beide Liga 2 Fahrer. Halo, wie gesagt, nicht so oft gesehen, kommt wieder, denke ich mal, mit auf die Strecke drauf an, wem was liegt. Und gegen Geralt, da würde ich sogar fast einen Gons vorne sehen, weil Geralt einfach zu viel Fehler macht. Er ist zwar schnell, geht aber zu aggressiv rein, fährt zu viel aufs Kies. Glaube ich nicht, dass er da
wenn es jetzt zum Beispiel Singapur werden sollte, Monaco werden sollte, dass er da ungeschoren durchkommt. Halo ist zumindest wieder im Spiel drin. Ja, den habe ich gerade eingeladen, ja. Aber so, Geralt ist raus, den habe ich nicht. Geralt werde ich wieder einladen, kurz einen Moment. Genau, also ist so vom Finale her wird's, denke ich mal, Striker gegen Halo. Ist jetzt so meine eventuelle Prognose, aber das ist jetzt einfach nur so spontan einfach mal dahergesagt. Gut, Geralt ist wieder da. Dann jawohl. Können wir im Großen und Ganzen loslegen. Oh, ich war schon noch bereit. Gleich wird die Boxengasse geöffnet und das heißt, dass es dann hier in Monza Zeit wird für das Qualifying. Die Fans freuen sich auf spannende 60 Minuten. So, ich werde mal eine kleine Schaurunde drehen. Du willst eine Schaurunde? Ich drehe jetzt mal eine Schaurunde, ja. Wer willst denn zuschauen? Bei mir selber! Eigentlich den wahren Gewinner des Rock. Das weiß jeder. Was? Ich fahr doch gar nicht. So, Geralt wieder sehr nah und kommt wieder weiter raus als Halo. Halo natürlich jetzt schon wieder sehr viel Vorsprung für die kurze Strecke. Und Anfahrt zur zweiten Schikane. Ich denke mal, dass wir hier auch einen Halo als Sieger sehen werden. Also das ist so meine Prognose. So, Geralt wieder dran. Gut, dran ist relativ. So, oh, 0,9 Sekunden Rückstand. Also es wird wahrscheinlich sich Halo wieder schnappen. Also ich sehe es wie Gons, also der Halo, wenn das alles gut hinhaut, dann wird das wohl passen. Der ist, wirkt hier viel sicherer, viel entspannter und Geralt merkt man eindeutig an, dass es sein erstes Rennen ist, ne? Der hat zumindest hier im Race of Champions, weil er hat ja die Wildcard bekommen. Krass. Weil er... Juvenal wurde aus Session disqualifiziert. Ja, verrückt. Bei dir. Verrückt, hä? Mensch, das war eine Schaurunde von dir. Ja, das wollte ich damit sagen. Aber da war jetzt Geralt im Qualifying war dichter dran als vorher in zwei Partien. Ja, er hatte bloß die erste Schikane einen Fehler gehabt und ist da grandios, möchte ich nicht sagen, aber gut durchgekommen. So, alle guten Dinge sind drei. Jawohl. Dann werden wir mal sehen. Wie gesagt, also ich denke mal, der erste Schikane können wir uns drauf gefasst machen, wieder nebeneinander die beiden zu sehen. Genau, Geralt wieder, ja, sind wieder nebeneinander. Selben Grün. Ja. Wieder und, die Nase wieder. Und jetzt bremst er ein Stück eher, der Geralt cuttet ein bisschen. Und Halo, okay. Lässt ein bisschen nach. Ah, das weiß er, das weiß der. Ja, ja. Der wird jetzt, ich glaube in Runde 3 wird er jetzt erstmal gucken, was der so vorne so treibt. Und dann wird er Beaks da machen. Ist er schon dran, da ist er schon dran. Wow. Wird das versuchen? Nein, macht er nicht. Geralt gut durchgekommen. Ich glaube, jetzt hat er eine Strafe gekriegt, weil das hat er ziemlich gecuttet. Die beiden Lesmos, kommt Halo sehr weit raus. Ja, aber es ging noch, nicht im Kies. So, Geralt... Trifft du gut? Trifft aber gut. Ja, so, jetzt die Skandalkurve von Geralt. Nur mal sehen, was er jetzt macht. Oh, Halo Kräfte. Nee, macht er nicht.
Jetzt macht das aber besser, Gerald. Jetzt fährt er sehr, sehr, sehr sauber. Ja. Vielleicht ahnt Halo schon, dass er eine Strafe hat. Das kann und sein, dass er jetzt das gesagt bekommt. Stimmt. Bleibt eventuell einfach nur dicht dahinter. Ich würde mich zwar nicht drauf ausruhen, aber zumindest wäre das keine Überraschung mehr. Wobei, jetzt wirkt aber Gerald schon ein bisschen energischer, ne? Ja. Schnellste Runde. Ja. Halo ist im Windschatten, kommt aber nicht ran. Oder? Versucht das? Oh, oh, sehr mutig. Sehr mutig. Oh, nee, Gerald, Halo. Das war nicht. Das hat gekostet, ja. Das war nicht. Eventuell hat das jetzt weggeschmissen, wenn er keine Strafe hat. Das war Mist. Das kann man nicht. Vielleicht hat er schon verbremst. Weiß man nicht. Vielleicht spielt auch sein Knie jetzt mit, weil es sind ja jetzt immerhin schon dreimal, wo er ran musste. Sein Knie? Wieso denn sein Knie? Er hat doch Probleme im Knie. Ach so. Ja. Naja, nie wirklich weg kommt der. Der ist noch da. Naja, hat man schon anders gesehen. Das hat er aber gut gemacht, Gerald. Ja. Zeit okay. 1,7 Sekunden Rückstand. Jetzt verhaut er sich ein bisschen. Falsch. Ja, aber es ist alles im Rahmen noch. Ja, weil da hinten macht auch Fehler. Oh, 1,23,6. Na, wenn, merkt er das, wenn Gerald vorne wegfahren kann, wenn der kein Druck hat, dann ist der wahrlich schnell, ne? Ja. Ja, ich denke mal, er wird sich jetzt auch. Oh, da kann man weit. Sehr weit, ganz langsam. Ja. Und Halo perfekt, so wie es hier von hier aussah. Und auf die Wiese. Wieder auf die Wiese. Das könnte noch DHS geben. Eventuell kommt jetzt die Nervosität wieder, weil Halo einfach wieder stärker an. Ja. So, jetzt sehr schöne Kameraperspektive. Oh, trifft sie gut. Ah, die trifft er gut. Also wenn er eine Strafe hat, hat Halo geschafft. Ansonsten muss er jetzt ran. Okay, wieder Cockpit. Ja. Und ja, kommt auch gut raus. Alles gut. Wenn er die jetzt erwischt, war es das. Weil ein Parabolica kriegt man keinen. Flügel ist offen, okay. Ja. Ja, Brechstange. Oh, da zu weit raus. Der Gerald. Wow, das wird interessant. Ganz eng. Der wird innen auf jeden Fall reingehen. Siehst du, dachte ich mir. Oh, nie rausdrängen. Halo. Und jetzt schön innen bleiben. Oh, Mann. Scheiße, Leute. Was? Oh, Mist. Was ein Rennen. Wir müssen gucken, ob er eine Strafe hat. Eventuell hat das trotzdem. Ja, werden wir sehen. Nee, gib mal Gas, Halo. Jog doch nie ins Spiel. Gewinn, keine Strafe. Was für ein Skandal. Schade, Halo. Richtig schade. Die beiden, die man neu machen mussten, so souverän. Ja, aber das gehört dazu, ne? Gerald hat der alte Mann hat's gerissen, ne? Naja. Es ist so mein Gefühl, wenn Gerald keinen Druck hat. Naja, sagte ich. Und wenn er sich auf die Strecke eingefahren hat. Ich denke mal, dass Italien, also hat sich ja kontinuierlich in jedem Rennen hat er sich ja verbessert. So. Damit war das jetzt das letzte Viertelfinale. Das war das Viertelfinale, genau. Schön. Dann der Striker gegen Biddy. Na dann laden wir die Leute mal ein. Striker ist abwesend. Hä? Striker ist abwesend? Mhm. Striker ist aber dran. Er muss jetzt. Ja. Ich habe ihn eingeladen. Nur den Biddy habe ich nicht. Schauen wir mal, ob ich den irgendwo einladen kann. Hast du Biddy, Ilo? Ich hab Biddy, ja. Ja, dann lad den ein. Okay, ich kann bloß zum Zuschauen einladen. Ich weiß nicht, was Biddy ist in der Lobby. Alles klar. So. Okay. So. Ja, müssen wir auf Striker warten. Der ist momentan abwesend. Ich geh mal fix auf PC. Ja. Genau, mache ich auch noch mal schnell. Muss mal kurz einen Alleinunterhalter machen.
Ich wollte gerade Analunterhalter sagen. Analunterhalter, ja. Bis gleich. Bis gleich. Ja, wir werden jetzt ein sehr spannendes Rennen sehen zwischen den beiden Weltmeistern aus Liga 2 und Liga 3. Ich denke, es wird ein, je nach Strecke, wird es wohl sehr interessant werden. Striker ist nicht zu unterschätzen. Aber Bidi halt auch nicht. Und deswegen, ja, müssen wir jetzt mal schauen, was passiert. Die zwei Halbfinalpartien zwischen Striker und Bidi ist die erste Paarung und die zweite ist VC Tegons gegen Geralt. Das wird wohl ein... Was haben wir denn? Wenn interessante Partien werden und ja, was gibt's noch großartig dazu zu sagen? Müssen wir schauen, wer jetzt hier durchkommt, um dann die nächste Paarung halt das inoffizielle Finale der PC-Liga. So. So. Hallo. Ist er wieder am Start, meine Freunde. Die beiden Leute sind auch schon im Spiel. Ja. Habt ihr schon gewürfelt? Nee, Juvenal ist noch nicht da. Ah. Müssen wir natürlich überlegen, was für Strecken die schon jeweils gefahren sind. Bidi ist gegen Easy... Bahrain ist er gefahren, er ist Abu Dhabi gefahren. Bahrain und Abu Dhabi. Striker ist gefahren... Kanada? Nee. Nee, USA auf jeden Fall. Und helft uns? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es Juvenal. Wieder da. Was läuft? Wir suchen die Strecke. Die erste Partie von Striker war auf welcher Strecke? Ich bin Ungarn gefahren. Okay, weiter. Alles klar. Na, was ist das Problem? Ja, er ist USA gefahren und was noch? Pass auf, lange Rede, kurzer Sinn. Habt ihr zum Halbfinale, kann man das schon machen, habt ihr Wunschstrecken? Ich finde das spannend. Also wenn jemand eine coole Strecke, wenn er die mag oder so, dann kann er die fahren. Wenn der andere die genauso mag, dann wird es dann umso spannender, als wenn man so eine Gurkenstrecke also fährt. Ende aus. Was wollt ihr von der Strecke? Fertsch. Dodgy. Birk. Ich würde ganz Dodgy fahren. Du bist raus. Du bist noch raus. Na, sprich, Striker, komm. Ich würde gerne Brasilien sehen. Schnelle okay. Strecke. Brasilien? Okay. Dann machen wir die einfach. Ja. Bidi? Oh, da kann ich reden, oder? Ja, kann er schreiben. Ja, Russland ist die Lücke. User joined your channel. England. England? Okay. Ja. England, die wollen England sehen, dann fahren sie England. Wer England sehen will, okay. Was ist England? Wäre jetzt nicht so mein Traum gewesen. Juna, ich glaube, es ist einfacher, wenn du einfach ich merk's, ja. Die Strecke da eingibst. Der Yas Marina Circuit in Abu Dhabi ist wunderbar. Gut, dann geht's los. Ja, die Striker sind da. Die haben sich England gewünscht. So, sie kriegen. Das erste Halbfinale ist serviert.
Striker gegen Biddy. Das dürfte richtig lustig werden. Ja, und an alle User hier, wir haben immer noch, glaube ich, 13 oder 14 Leute hier am Start. Dankeschön, 22 Uhr Sonntag immer noch bei uns. Wir sind im Halbfinale. Ja, das hat man anders gesehen. Halbfinale im Rock. Und das erste Halbfinale bestreiten Striker und Biddy. Beide McLaren, glaube ich. Nee, Striker sind Ferrari, glaube ich, oder? Genau. Ja, ja. noch trocken. Juvenal und Striker brillieren wieder mit SSDs. Sieht man hier deutlich. Sehr, sehr dunkel. Könnte ein Regenrennen werden. Ah, muss nichts heißen. Ja. Noch gilt Setup-Verbot, ne? Nie vergessen. So, und da sind wir live dabei. Beide gleich auch. Ja, ein Stück Biddy vorne. Striker kam besser aus der Kurve, aber raus diesmal. Und Striker wieder besser raus. Jetzt sind sie wieder gleich auf. Biddy ein Stück weiter vorne als Striker. Bei mir ist es jetzt ein Pulk. Wobei Striker jetzt ein bisschen hinterher hängt. Ja, ein bisschen weit rausgekommen da. So, und Striker hängt hier noch hinten dran, nahe. Oh, Biddy sehr weit innen. In der aber Striker auch. Rasen, ja, gut, okay, schade. Dachte, hier wird es eventuell noch mal eng werden. Ja, das wird jetzt wird's lustig. Das ist schwierig im Rennen, fährt man da in einer Kurve, Meckes und Beckes, fährt man da irgendwo drüber, kommt man für beide Kurven jeweils 2 Sekunden Strafe. Okay. So, und die letzten Kurven, nicht sehr spektakulär, nicht sehr eng beieinander leider, nur gleichwürdig auf jeden Fall. Die machen auf jeden Fall die Fehler beide gleichzeitig an derselben Stelle. Da wird sich, ja, Biddy hat sich auf jeden Fall schon mal die Pole gesichert. Bringt jetzt im Rennen nicht so viel, aber ist schon mal die Pole. Mit einer Sekunde fast Vorsprung. Hm. Sah mal weniger aus. Hm. Hm. Hätte ich jetzt so nie erwartet. Sekunde. Ja, vielleicht hat er noch mal Zeit rausgenommen, hat sich reinrollen lassen. Auf jeden Fall soll ich. Schade, hätten wir auch mehr Regen gewünscht. Nee. So. Und es geht auch schon direkt los. So, und Striker innen. Bleibt auch innen. Biddy ist hier sehr vorsichtig. Ja. Und zur ersten Schikane. Biddy Stück später gebremst. Aber Striker gut kriegt die Kurve. Striker hier finde ich besser, weil er besser weiter innen ist. Ja, auch besser rausgekommen. Die Kurve darfst du nicht verhauen. Du hast keinen Speed auf der Geraden. Ist hier nicht passiert. Kann sie sogar ein Stück absetzen. Mini. Ja. Aber Biddy bremst viel später. Weit ausgeholt, da wissen wir, was wir vorhaben, eher beschleunigen. Ja, was wir deutlich Biddy hier merken, Biddy macht das auch nur, aber ein bisschen schlechter. Der Abstand bleibt, aber Windschatten ist hier ein großer Faktor. Ja. Aber es gibt keine langen Geraden. Kriegen beide super die Kurve. Ja, jetzt kommen die S's, Knackpunkt. Jetzt gucken wir mal, ja. Kommen sie gut durch, Biddy ein bisschen Überschuss. Bisschen weiter innen. Und ist immer noch hinten dran. Sehr, sehr, sehr spannend. V
Fahren beide sehr sauber, gefällt mir gut. Jetzt greift mir die nie wirklich innen an, oder? Doch, da bremst später. Geht aber auch. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Oh, Bait auf der Wiese. Wahnsinn. Wahnsinn. Der Striker ist aber noch dran. Krasser Move. Oh, na, nee, will er doch. Dachte, er will jetzt direkt mit rein. Wow! Beide rausgedreht. Bini kann weiterfahren. Striker hängt. der Front-Spoiler sieht noch ganz aus bei Bini. Obwohl er leicht die Mauer touchiert hat. Mann! Da hat es richtig geknallt jetzt. Striker hat natürlich sehr viel Zeit liegen gelassen jetzt dadurch. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer schuld hat. Nee, ich glaube, ich hatte von oben gesehen. Ich glaube, Striker war zu mutig innen. Aber Biddy musste, glaube ich, ein bisschen Platz lassen. Ich habe es nie gesehen. Ich kann es jetzt auch nicht normal beurteilen. Aber ich glaube, Biddy hat sein... Warte, ich gucke mal nach dem Bremsmanöver. Ja, ich glaube, der Flügel ist weg. Oder? Ja, bei Striker sieht er auf jeden Fall noch in Ordnung aus. Da sehe ich auch nicht, dass die Wings weg sind. Also ja, aus der T-Cam von Bidi sieht eigentlich alles gut aus. Ja, ne, ich gucke jetzt mal von oben. Wer sind auch noch, ja, der ist noch dran. Okay. Ach, schade. Wieder so ein Ding. Mensch. Und da darfst du mal ein bisschen in Karte, der Striker könnte eventuell... Ja, der holt jetzt alles raus. Sagt, ja, muss er, weil... Er, Bidi wird nicht an die Box fahren, definitiv nicht. Hat ein gutes Tempo und Bond-Spoiler ist alles da, wo es sein soll. Weit raus, Striker. Er hat ein bisschen die Linie verloren, leider. Schade. Ja, das wird im Nacken sitzen jetzt. Der wird sich sagen, dort, warum ist Bidi nicht ein Stück weiter rausgefahren? Hätten Gebete genug Platz gehabt. Ja, der hat Bidi einfach nicht damit gerechnet. Kann sein. Hat einfach gesagt, naja gut, okay, ich fahre halt normal meine Spur. Hat absolut nicht mit Striker gerechnet und ist dann einfach voll in den Rhein gehauen. Das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Weil an so einer Stelle überholen in... Ist aber auch mutig, ja, muss auch, man ja sagen. Ja. Ja, aber eben, drum, untypisch halt, ne? Hier macht der Mesh, verliert der Mesh mächtig Zeit, wie die, aber das juckt den nicht mehr. Ja, ich glaube, das wird auch ganz gemütlich sein. Ja, da hat man den ersten Finalgegner, was? Hat man den ersten Finalgegner, ich glaube auch, dass... Bidi war ja mein Favorit, könnt ihr euch erinnern, spult mal 3 Stunden vor. Ja, nee, Bidi, da hatte ich auf jeden Fall in der ersten Runde vorne gesehen. Und gegen Klobürste war es ein bisschen, da war ich mir unsicher, aber hier auch eigentlich auch eher Striker vorne gesehen, hatte ich ja gesagt. Aber da hätten wir ersten Finalgegner Bidi. Na gut, Striker versucht dann noch mal alles, aber... Ja, Bidi hat schon Geschwindigkeit raus, weil er weiß, er kommt nicht mehr ran und das war's. Holt sich noch mal die schnellste Runde dafür, der Striker. Ja, ja, und die Strafe noch. Ja, weiß man nie. Ja. Wie auch immer, Glückwunsch, Bidi. Auf jeden Fall. Und auch Glückwunsch an Striker. War ein tolles Rennen. Leider ungünstig in der ersten Runde geendet. Wäre interessant geworden auf jeden Fall, wenn das da unfallig gewesen wäre. Aber Unfälle gehören eben mit dazu. Es ist so. So, ich wechsle mal wieder den Stream. Die Liste machen wir mal schnell aktuell. Kleinen Moment. Genau, easy schreibt mir schon, Liste.